Great Temptation! Das ist ja ein bisschen Mega Man jetzt hier, ne? Mal wieder. Mega Man ist auch geil! Tut mir leid, Leute, ich habe so viele Ohrwürmer von Mega Man. Das glaubt ihr nicht. Warte mal, ich muss mal gucken. Nein, ist es ein normaler Mancher? Hätte ja sein können, dass ich hier instant sterbe. Nee, tue ich aber nicht. Uiuiui, das lief gut für den ersten Raum. Das lief gut! Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Jetzt wieder so ein Spaß hier, da bin ich ja gleich mit Blitzherpes dabei. Tolle Wurst. Christian, Christian, Wischanowski, ich bin deine Frau. Du hast ja gesagt, du brauchst mich auch nicht mehr. Komm, Freddy, Bus bauen. Was natürlich räudig ist, wenn man kein Cape hat, ne? Dann ist Bus bauen nicht so cool. Weil dann weiß man gar nicht, wie man einen Bus bauen soll. Ist aber gut, dass sie das mal so ein bisschen ambivalent gemacht haben hier. Nicht immer nur das Gleiche, immer das dieselbe rumgeficke, rumgemache. Ich rieche mich gerade nicht auf, aber das ist doch nicht normal. So, neuer Raum, neuer Safe. Weil die Midway Points hier so richtig räudig gesetzt wurden, habe ich das mittlerweile mal als Regel etabliert. Ja. Tut mir leid. Ich finde, was Safe Points angeht, ist dieses Spiel total frech. Okay. Wupp, wupp, wupp. Da gibt's noch ein Cape. Schön, das gibt mir 1000 Punkte und ich bin begeistert. Oder hier noch ein Cape. Jetzt werde ich Blinker noch runter hier. Jawollo. Okay, gut, dass ich ein Cape dabei hatte. Uiuiui, jetzt ist dieser Luxus vorbei. Uiuiui, vorbei. Ich hätte es fast nicht überlebt. Doch dann kam der Midway Point. Ich nehme einfach mal beides, rüste mich mit dem Cape aus und... That block is your controller. The hand attack disable one of your controls, but you should avoid this destroying the hands. Oh Gott. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir den Spinjump streichen hier. Okay. Oh mein Gott. Das ist interessant. Also, wenn ich jetzt hier hinkomme, kann ich nicht mehr springen. Kurzzeitig. Was schon ziemlich ulkig ist. Okay. Leute, ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann mich noch nicht mal bewegen hier. Ich glaube, ihr könnt das nicht nachvollziehen, was ich hier gerade für... Jetzt kann ich gerade... Manchmal kann ich nicht A drücken, manchmal kann ich nicht B drücken, manchmal kann ich nicht nach oben drücken, manchmal kann ich nicht Y drücken... Und dann noch dieser extrem räudige Mega Man Boss. Ich floate hier einfach so durch und bringe ihn damit um. Und es funktioniert! Geil! Master, ruined reactors. Und los geht's. Moin. Oh Gott. Mit Bacon? Ich hätte gerne einen Pommes-Schnitzel. Was ist denn ein Pommes-Schnitzel? Ein Schnitzel mit Pommes gefüllt. Oh, das schmeckt doch gar nicht. Ja, sagen Sie mir nicht, was schmeckt, junge Dame. Ich möchte einfach nur, dass Sie Ihrem Koch sagen, dass Sie mir einen Pommes-Schnitzel machen soll. Ey, Digga, wolltest du auch mal dich verpieseln, oder was? Ey, das ist eine VIP-Lounge, ja? Und da ist so ein Flocki wie du, hat da keine Schitte drin. Schnippe drin. Schippe! Scheiße. Und da geht mein Cape. Kacke. Jetzt kann ich nur mit diesen komischen Kamerawagen, die brennen, rumfahren. Tu
Ich hatte immer das Gefühl, das sind so ein Kamerawagen. Das, als wenn das eine Kamera wäre, nur die Feuer schießt. Hat man ja manchmal, ne? Wasser im Marsch! Oh, jawoll! Dunkel mit blind irgendwas. Ist perfekt. Ach so. Gar nicht blind irgendwas. Ist Flammenatem von. Ist Katzenknüdels. Tolle Karte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da durchpasse. Ja, ja. Kennt ihr diesen Hans Entertainment Moment, wo ihr einfach irgendwo hinspringt und dann volle Möhre sterbt? Alle Leute hassen Hans Entertainment, aber ich finde ihn ehrlich gesagt total lustig. Dieser Hans Entertainment Moment, wo einfach nicht das passiert, was ich erwartet hatte. Aber sag mal, warum hat der keine Hitbox? Hier, guck dir das an. Da passiert nichts. Hier. Das ging doch gerade noch. Blind Jump Fortress. Macht so viel Spaß. Alles nur Blind Jumps. Ist cool. Nein, tot. Nicht shuffeln, nein, tot. Oh Gott. Das ist nicht meine Penispumpe. Behave! Okay. Erledigt. Womit denn? Mit einer Hake ins Gesicht. Side-scrolling, danke. Ja, Leute, ich habe gerade ein bisschen Safe-State-Abuse, aber das... Ob ihr es mir nachsehen könnt oder nicht, ich will hier einfach nur fertig werden. Also dieser Hack, ich weiß nicht, er gefällt mir nicht. Er gefällt mir absolut nicht. Das sind diese Overworld, die macht mich fertig. Es ist einfach so, ja, ganz lustige Custom-Sachen nebeneinander, alles hier gefletscht. Ja, damit alle Leute ein bisschen Spaß haben, so ein bisschen zumindest. Und irgendwie reißt es mich absolut nicht vom Hocker. Ich würde mich auch freuen, wenn es anders wäre, ne? Aber ist nicht. Ist er nicht, der Kartoffelkopf. Und da wirft er den Knochen in der letzten Sekunde. Ich kriege auf die Fresse, was sonst? Hast du gesehen, wie du versucht hast, mich abzuflemmen? Das waren gute Zeiten. Okay. Okay, Leute. Da durch die goldene Mitte. Und hinten sieht's aus wie bei Metroid. Oder wie bei Simon the Sorcerer 2, ganz am Ende. Huch! Ja, natürlich. Natürlich! Was auch sonst. Keine Säge mehr? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, safe und los. Oh, Resnors! Die einfachsten Gegner in Super Mario World, habe ich gehört. Die sind überhaupt nicht einfach. Die sind meiner Meinung nach sogar ultra schwierig. Ich finde die total schwer. Das sind die schlimmsten Gegner in Super Mario World. Hallo. Haben wir es geschafft? Ja. Continue und save. Und jetzt sind wir im letzten Level. Ohne Power. Oh. This is the Master Hand Sanctuary. The blue Dutopia with garden are splendid. Das sieht ja aus wie das... Oh Gott, das sind das die Hare Krishna, oder? Oh nein, nicht die, bitte. Hä? Ach so, auf dem Brunnen, da, das ist Hintergrund. Da kann ich nicht drauf. Na gut, das muss man aber auch wissen.
Okay. Ich habe keine Ahnung, wie diese Koopas funktionieren. Oh, der kickt seine eigene Shell weg. Und fängt an, mit Feuer zu schmeißen. Ja, das ist ein echter Sympath! Okay, langsam. Durch. Hier, Cooper. So, 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 so. Die andere Cooper. Rowdy Cooper. Hier warten. Dann vorbei. So, Rowdy Cooper. Okay, warten. Hier. Jetzt so fliegende Viecher. Meistens fliegende Viecher. Nicht immer. Manchmal schießen die auch. Manchmal bleiben die nur sitzen und schießen. Und manchmal trinken die ein Bier und... Immer diese Viecher, die in der Ideallinie liegen. Ich hasse es. So, dann warten wir hier. Jo. Was mit dir los ist, weiß auch kein Mensch. Okay. Dann hier vorbei. Und Power Up. Endlich, danke. Fühle ich mich ein bisschen sicherer. Gebe ich zu. Okay. Oh, jawohl. Wolfskin! So geht. Oh, Leute. Ehrlich jetzt, das ist. Das ist schlimm. Bitte keine Custom Sprites mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Oh Mann! So, Tür geschafft, Safe State. Das war so ein Teil, ja, ich erinnere mich vage. Die fahren genau da lang, wo ich ihm das hin dirigiere. Was ist das eigentlich für eine Musik? Ja, so geht das natürlich auch. Und dann sagt Maddie wieder, Custom Sprites sind nicht cool, weil die alle verbuggt sind. Sind sie auch. Das Spiel sieht es nicht vor, solche Sprites zu implementieren. Ich meine, das kann man so und so gut machen, aber meistens ist es halt scheiße. Meistens ist es halt scheiße. Erika! Du bist so eine gute Frau. Du hast das ganze Büro im Griff. Und dann gibt's Schnittchen und Blitzherpes für alle. Dann gehst du in den Betriebsrat. Und Stromberg kriegt Probleme. Und ich gehe erstmal rüber und reiche ihm ein Stück Mettwurst. Ja, so Chucks sind echt. Chucks. So, Hammerbrüder sind echt eine feine Sache, wa? Oh, tut mir leid, Leute. Das ist hier Safe State Quatsch, aber das muss. Das kann ich nicht anders. Midway! Jawohl! Oh mein Gott. Graue Dinosaurier. Yay, yay, yay. Ich liebe graue Dinosaurier. Wisst ihr das? Die schmecken so gut. Ihr Fleisch ist so köstlich. Toll, und das Power-Up hole ich mir nicht aus der Reserve, sondern fange wieder an zu arbeiten hier. Wie ein ganz normaler Mensch und mach alles normal. So safe hier. Zack. Hier, yeah, Midway Point. Siehst du mal. Ha! Oh Leute, ich will diesen Hack einfach nur so schnell wie möglich durchkriegen, ehrlich gesagt. Ich komme mit diesem zu viel Gemoddeten überhaupt nicht klar. Ehrlich jetzt, das ist mir echt too much. Aber der du. Oh, natürlich nicht. So. Bam, die 14. Jawollo. Und dann gibt's jetzt Master in Sanctuary 2. Und das machen wir heute auch noch. Mit dem ganzen Blim Blim. Mit Ninjis und Vanny allem. Hat ihr übrigens gemerkt, wie einfach die Passage nach dem Midway Point war? Ja, die war ja eigentlich ziemlich billig.
Das heißt, wenn ich mich so ein bisschen angestrengt hätte, dann hätte ich das auch noch hingekriegt. Soll ich mir noch ein Cape holen, damit ich das Level überfliegen kann? Nein, ich will eher von so einem Rüsselschwein da zerstört werden. Wow! Das ist zum ersten Mal, dass ein Sprite, der custom ist, eine kleinere Hitbox hatte als die Grafik an sich. Huiuiui. Normalerweise ist es doch eher andersrum. Hauptsache, der SMW-Spieler kriegt auf die Fresse. Unter dem drunter. Oh Mann. Da vorher, da wieder und so zack. Das sind Sachen, die man auswendig lernen muss. Einfach auswendig lernen. Und dann ganz schnell anwenden, ne? Ganz fix. Zum Beispiel hier, das Quatsch. Das war jetzt hier schon so wieder Quatsch. So, ich gehe jetzt einfach hier drunter durch. Ja. Und hier wieder drüber. So, ja, okay. Hier, Midway Point, das heißt, jetzt kommt nur noch eine ganz billige Passage und dann haben wir es geschafft. Ist doch immer so. Guck mal hier, Gumbas. Mein Gott. Vor denen habe ich Angst. Die haben eine ganz schlimme Custom-Hitbox. So, gib mir eine Feder. Gib mir deine Feder. Uiuiuiui. Guck mal, das ist noch nicht mal mit einem Side-Basher hier. So ein Federfeger hier. Geht das noch nicht mal. Hat er das getestet hier? Diese Custom-Sprites sind alle für den Arsch. Die funktionieren fast. Da ist egal. So, bis zum nächsten Mal.